Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play, was auch das 100 Abonnenten Special darstellt. Es kommt etwas verspätet, aber wir waren einfach etwas einfallslos. Und zwar spielen wir hier heute zusammen mit mir, Haba und Nico. Okay, ja. Das hat sich scheiße angehört. Genau, aber auf jeden Fall spielen wir Panfu, ein geiles Game, das wir als kleine Kinder wirklich gesuchtet haben. Lacht uns aus, verspottet uns, aber wir haben das Game echt gesuchtet. Ich bin jetzt hier, ich weiß wusste meinen alten Charakternamen nicht mehr. Warum lädt das jetzt so hässlich? Keine Ahnung. Und bin auf Level 1, weil ich mir einen neuen erstellt habe. Nico ist allerdings auf Level 30. Ich bin noch in meinen alten reingekommen. Genau. Heiß sieht er natürlich hier aus. Ja, klar. Der ist Tiza, keine Ahnung, wie es heißt. Oh mein Gott. Was? Man darf nicht Nudel schreiben. Nicht? Nein, da kommt ups. Offensichtlich hast du etwas gesagt, das gegen unsere Chatregeln verstößt. Also es ist hier echt übel, man darf glaube ich nicht mal einen Doppelpunkt schreiben. Nee, schreiben Doppelpunkt, das geht gar nicht. Geil! Warte. In manchen Spielen kann man doch gar nicht Brust schreiben. Aber hier geht's. Armbrust. okay, ja, wir werden auf jeden Fall ein bisschen hier in Panfu rumchillen, werden die Mission erledigen und ja, ich würde sagen, wir gehen mal irgendwo außerhalb meines Baumhauses hin. Gehen wir mal in die Stadt. Ja, geh du mal voraus. Die Werbung nervt natürlich, tut uns leid. Und ja, dann gehen wir mal auf das Abenteuerbuch und auf die erste Mission. Nico? Warte auf mich, bei mir lädt's. Okay, Penny und Lenny. In diesem kleinen Abenteuer kannst du Lenny und Penny helfen, wieder zusammenzufinden. Dafür bekommst du ein cooles Surfbrett. Oh mein Gott, mit dem Surfbrett kann man übrigens gar nichts machen. Also nur so als Doch, kleines man kann es rumtragen. Und zwar braucht man eigentlich für jeden Scheiß hier ein Panfu Goldpaket, was, ich glaube, 10 Euro im Monat kostet. Man kann sich's auch für 40 lebenslänglich holen, aber wer spielt dieses Spiel lebenslang? Vor allem werden die Server wahrscheinlich für immer online sein. Oh, bei mir kommt gerade die Nachricht, Verlust eines Bollies, einer deiner Bollies läuft dir bald davon, oh, wenn nein. du dich nicht besser um ihn kümmerst. Oh Nico, bevor wir das starten, wie komme ich in dein Baumhaus? Du bist nicht in der Stadt. Ah doch, da. Kann ich doch hier irgendwie in dein Baumhaus, das will ich mal noch zeigen. Wie freakig das ist. Da, Nico hat alle Bollies, alle komischen anderen Tiere da. Und ein Haufen anderes Zeug. Das ist richtig übel. So, ich gehe mal zurück in die Stadt. Hallo. Hallo. Und ja, weil kann man übrigens auch Wasserbomben werfen. So. Falatsch und das Küken freut sich. Oder Pancakes. Hey, dieses Küken ist aber neu. Aber es hatte keinen Hut auf, ja. Also vieles für uns könnte hier neu sein, wir haben keine Ahnung von dem Game mehr. Ja, für uns war noch einiges anders. Oh mein Gott, der ist ein Frosch! Ich bin ein süßer Frosch. Ist das Game geil. Ja, okay, ich starte mal die Missy, okay? Okay, ich mach mit. Ja, wir können das natürlich... Nee, genau, ich wollte doch sagen, ab Level 5 hat man das Goldpaket, also mit Level 5 hat man das Goldpaket so. Und... das Surfbrett und die Sachen, wo man... Surfbrett und die Sachen, die man... Alter, das sind voll die Grafikbugs. Und die Sachen, die man... Mir fällt sich ein, sorry. Ah doch, die man in den Missionen bekommt, die kann man auch ohne das Goldpaket anziehen. So, und ich rede mal mit Lenny. Nico, du solltest die Fresse halten. Oder du liest es vor. Du kannst das natürlich auch machen. Okay. Du kannst besser Frauen sprechen, oder? Keine Ahnung. Ich probieren wir aus. Also dann, nee, ich meine, dann übernehme ich den Lenny und du den Kenny. Nee, keine Ahnung. Okay. Don't touch it. This is my surfboard. Übrigens, mein Name ist Lenny. Ich komme aus Kalifornien. Du hast vielleicht schon von mir gehört. Ich bin der unschlagbare Surf-Champion. Wer bist du? What? Du willst mein Surfboard Brett haben? Na gut, aber nur, wenn du... Haben die früher nicht mal so geredet, Nico? Nee. Nicht? Gab's keine Sprachausgabe? Ich glaub nicht, nee. Na gut, aber nur, wenn du mir einen Gefallen tust. Ich bin auf der Suche nach Pretty Penny. Kennst du sie? Sie war mal eine Sandkastenfreundin in Kalifornien. Dann ist sie auf einmal verschwunden. Von heute auf morgen war sie plötzlich weg. Just like this. Jahrelang habe ich kein Lebenszeichen von ihr gehört.
bis mir neulich ein Freund, Karl Caruso, gesagt hat, dass sie hier in Panfu lebt. Finde sie und bringe und bringe sie zu mir. Dann schenke ich dir mein Surfbird. Caruso meinte, dass sie gerne Bücher liest. Vielleicht gibt es ein Haus in Panfu, wo es viele Bücher gibt. Ja, also ein Buch, wo es viele Bücher gibt, ein Haus, wo es viele Bücher gibt, ist im Normalfall eine Bibliothek und naja, ja. Ich hasse sie. und ja, um in die Bibliothek zu kommen, muss man natürlich erstmal in die Eisdiele. Ja, was ist, Nico, was willst du sagen? Wir wollten ja schon mal Panfu Let's Playen. haben es dann aber doch nicht gemacht. Und ich habe mir die, auf meine E-Mail-Adresse bekomme ich manchmal so Bonus-Zeugs, also damit ich manchmal Goldpakete oder so bekomme. Ja. Das heißt, ich kann das vielleicht mal gucken, ob das noch einlösbar ist. Ich habe mir das nämlich alles aufgehoben. Wäre auf jeden Fall cool. Und verdammte Scheiße, ich muss mal kurz weg. Bis gleich. So, da sind wir wieder in der Bücherei. Was man hier immer wieder sieht, sind so kleine Minispiele. Und was ich euch auf jeden Fall mal zeigen will, ist hier, was Nico am liebsten mag, sind heiße Girls. Und was Nico überhaupt nicht mag, sind hässliche Girls. Also. Ich werde mit dieses Wort Party. Ich bin irgendwie jetzt auf Stufe 2. Und zwar bin ich jetzt ein Plankton. Yay! Kein Noob mehr. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich das geschrieben habe, aber naja. Ich spreche mal Penny an. Ich bin schon 1108 Tage auf Panfu. Ja, du Freak. Also lies mal Penny hier. Ich habe ja nicht so lange gespielt, also doch nicht so viel. What? No way! Ich will Lenny nicht sehen. Oh mein Gott, das ist anstrengend. Jahrelang habe ich ihm Briefe geschrieben und nie eine Antwort bekommen. Der kann mir gestohlen bleiben. Geh zu ihm zurück und sag ihm das. Okay. Da gehen wir müssen wir zum karibischen Strand oder zum Strand? Zum karibischen, ich glaube, da ist die Krabbe. Ja. Oh, immer diese Grafikbugs hier oben, das sind immer so rote so Striche. Kommt bei dir auch immer die Werbung, wo irgendwelche halbnackten Frauen. Nee, Nico, die kommt nur bei dir, weil du sonst immer auf den Seiten rumgammelst und dein PC dich darauf verlinkt. Das ist irgend so eine Spendenaktion, Baubu. Wirklich, ich kann dir das nachher mal zeigen. Also, Briefe sagst du? Really? What's impossible? Ich habe nie einen Brief von Penny bekommen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn es anders gewesen wäre. That is the truth. Sag ihr das doch bitte. Vielleicht will sie mich dann sehen. Geh nochmal zu ihr in die Bibliothek. Also wieder zurück in die Bibliothek. Yay! It's so amazing. Nee, bei mir kommt Politikerschaufel Milliardengrab. Oh, okay. Auch cool. Ich finde das immer noch cool hier, ich weiß nicht, ich habe es vorher schon gemacht. Eine Wasserbombe reinzuwerfen. Ja. Yay, und dann kommt Eis aus der Eismaschine. Yay. Also ich spreche nochmal hier an, ich muss immer auf dich warten, du bist ja hier Penny. Ja. What? Er hat keine Briefe bekommen? Das kann nicht sein, ey. Ich hab doch eigenhändig per Flaschenpost geschickt. Das ist eine Frau, Nico, kein Türke. Ja, vielleicht eine türkische Frau. Geh zum Hafen und frag den Fischer. Er hat mich bestimmt dabei gesehen. Ja, der Fischer beobachtet sie. Auf zum Hafen. Oh, darf ich den Fischer sprechen? Oh, kannst du das? Keine Ahnung, ich probier's. Okay. Horst Hering. Okay. Oh Gott, ich glaube, ich kann das nicht. Kannst du das? So. Nee, keine Ahnung. Boss? Flüsterboss? Nee, kann ich nicht. Ach, Flaschenboss? Nee, kann ich nicht. Ich weiß ja nicht, wovon du redest. Nee, keine Ahnung. Doch, mach, das hört sich zwar eher alpisch an, aber... Es sei denn, ich habe in letzter Zeit viele Flaschen... Okay, stimmt. Ich konnte den mal voll gut sprechen. Mit meinem Netz. Das war vielleicht ärgerlich. Ich habe mich auf einen frischen Fisch gefreut. Und dann waren da nur Flaschen drin.
Ich habe sie im Supermarkt abgegeben und Pfandgeld dafür bekommen. Eine Flasche müsste ich aber noch haben. Warte mal. Hier, von mir aus kann Benny die Flasche haben. Ich verzichte ausnahmsweise auf das Pfand. Bringe die Flaschen mit dem Brief zu Penny. Der obdachlose Penner, wo er auf der Bank sitzt, verzichtet auf sein Pfand. Oh, ja. Vielen Dank. Sein Lebensunterhalt gibt er uns. Damit sie den Brief lesen kann. So. Oh, jetzt ist da der Brief. Dear Lenny. Ach genau, den musst ja du lesen. Warum antwortest du nicht auf meine Briefe? Ach scheiße. Ist etwas passiert? Bist du sauer auf mich? Ich weiß nicht. Ich bin einfach verschwunden, ohne was zu sagen. Versteht, ich weiß nicht. Es tut mir sehr leid. Okay, eine ziemlich männliche Frau. Spreche ich ja. Wenn ich dich damit verletzt habe, ich mag dich sehr und würde dich gern wiedersehen. Das wird jetzt der letzte Brief sein, den ich an dich schreibe. Love, your Penny. Also, okay, ich würde mal sagen, erstmal zu Penny. Das wollte ich auch sagen. Boah, sorry. Sorry. Also, wo müssen wir jetzt hin? Ja, wieder zu... Ah, nee, ich glaube, wir müssen zu Lenny. Erstmal zu Lenny. Nee, ich glaube, wir müssen... Hey, ich bin gerade bei Lenny. Okay, ich bin bei ich Penny. Ich habe keine Briefe von Penny bekommen. Nö, wir müssen zu Penny. Also, erstmal zu Penny. Aber ich bin kurz weg. Oh, jetzt muss ich das allein machen. Nee, ich schreite nur kurz von meinem Schreibtisch weg. Ah, naja. Ich spiele so lang das Spiel. Anleitung: Als Panda musst du dir viele Dinge schnell merken können. Wie gut ist dein Gedächtnis? Klicke auf die Karten, um sie umzudrehen. Also Memory. Oh, Runde 1 beginnt. Okay, ich bin da. Ja, sorry, ich spiele jetzt gerade Memory. Oh, ja, bin ich gut, oder? Eis und Hai. Mein Bruder wollte nämlich gerade. Mein Hai hier. Ja, da war er. Mein Ladekabel. Ah. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Das ist nämlich, die Musik ist lauter. Oh fuck, das war fail. Oh, nee, war's nicht. Lol, das war schon wieder fail. Volle wie, Alter. Oh, Bambus. So, der. Ich spiele hier nur eine, die erste Runde. Oh, ich mach mich mal nackig. Ja, Nico. Runde 1 gewonnen! Ja, jetzt bin ich aber raus. Ja. Ja, Mann, ich hab voll mein... Du hast die folgende Anzahl an Pandamützen erspielt. 49. Was ist die folgende Anzahl von Pandamützen? 229. Hey, hey. Okay, also... Oh Gott, Nico. Ich bin rot und nackt. Ein bisschen zu viel in der Sonne gelegen. Ich spreche mal mit Penny, okay? Oh no! Die Flaschen mit meinen Briefen haben sich im Fischernetz verfangen. Na gut, ich werde mit Lenny reden. Wir müssen ihm den Flaschenbrief zeigen, damit er mir glaubt, dass ich ihm auch wirklich geschrieben habe. Geh du schon mal vor. Zu ihm. Ich komme gleich nach. Ach, okay. Yeah. So, wo war der? Ach, am karibischen Beach. Beachvolleyball! Volle Beachvolleyball. Oh, jetzt war ja schneller wie wir hier. Also wirklich? Müssen wir jetzt mit Penny oder Lenny reden? Ah, okay, also die Werbung ist, Thema des Tages. Stereotypen, die Modeschau mit Klischees. Das war das mit den halbnackten Frauen. Also ich rede mal hier mit Penny. Ja. Was für ein dummes Missverständnis. Zum Glück ist alles nochmal gut gelaufen. Okay, und jetzt mit Lenny. Hello again! Ich sehe, du hast Penny gefunden. Thanks a lot. Oh, was ist denn das? Für mich? Oh, Penny hat mich also nicht vergessen. Das macht mich sehr happy. Jetzt kannst du auch mein Surfboard haben. Ich setz mich lieber... Okay, sorry, ich hab grad gelesen, ich setz mich lieber auf Penny. Aber da steht, ich setz mich lieber mit Penny ins Lagerfeuer.
Ja, das hat ihr bestimmt im Hinterkopf. Du hast einen neuen Gegenstand erhalten! Surfboard. Oh ja, das brauchen wir nämlich, um dieses komische Surf-Spiel da zu spielen. Und warte, das kann ich doch jetzt hier, wo kann ich mich selber angucken? Ah, hier. Ich sehe übrigens voll hässlich aus, aber das ist jetzt voll egal. So. Boah, ich habe schon zwei Freunde. Ich bin so gut. Und zwar kann ich jetzt hier ein Surfboard ausrüsten. Und jetzt renne ich mit Surfboard rum. Yay! Rennst du schon mit dem... Ah, jetzt. Ja. Lala. So, ich weiß nicht. Was machen wir jetzt? Wir spielen erstmal Schere statt Papier, würde ich sagen. Geht das? Okay, gute Idee. Da geht das. Ich lade dich ein. Yeah! Yeah, das ist hier nämlich voll cool. Und der Preis ist 50 Münzen und da haben wir immer voll Geld gefarmt. Wobei, er verliert 25. Ach so, okay. Ich glaube, ich habe da trotzdem immer Geld gefarmt. So, jetzt muss ich hier was auswählen. Und Yeah! Oh, scheiß Cheater. Alter. Yeah, Alter. 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 Oh. Jetzt hab ich mal gewonnen, so voll krass, so in der Ghetto verhuscht. Oh. Sieg! Nee, ich glaube eigentlich haben wir beim Pferdespiel immer voll. Nö, ich hab sogar 15 Münzen bekommen, Nico. Was ist 50? 15. Ach so, ja, ich weiß, sag ich ja, Verlierer kriegt auch was. Du hast gesagt, ich hab 50. Naja. Ja, du hast ja verloren. Ah ja. Also ich glaube, wir haben komm mal mit zum Strand. Wo ist der Strand? Ah, da, Strand. Oh, da kannst du da schon hin? Ja, ja, ich bin da. Oh, da ist so ein hässliches Viech. Da, im Krankenhaus waren wir immer zum Kinderkriegen. Wo warst du zum... Ach so, ja, genau. Weil wir haben da immer geheiratet. Auch, also halt ohne Goldpanda haben uns immer eine heiße Panda-Frau gesucht und... Ja, dann sind wir ins Krankenhaus rein. Und ja. Das sieht ein Panda von innen aus. Wow, wir haben. Mich hat vorhin eine angefragt. Ich hab sie aber eiskalt abblitzen lassen. Oh, Nico. Ja, du stehst ja auch nur auf. Heiße Girls. Genau, heiße Girls. ja, keine Ahnung, sollen wir die nächste Missi schon anfangen? Weil die brauchen ja immer mehrere Tage so. Ja, klar, fangen wir schon an. Okay. Ja, hier in der Unterwasserschule, da gab es so ein Spiel, da konnte man übelst farmen. Ja, aber da konnte man nur als Goldpanda hin in die Unterwasserschule. Ja, aber jetzt kann man da immer hin. Ah, okay. Also. Ein wuscheliges Wombat. Sollen wir das machen? In diesem Abenteuer musst du den... Wie heißen die? Bublis. Bubis. Ja, wie lang geht denn der Part schon? Keine Ahnung, ist mir egal. Das ist ein Abo-Special. Alter! Also diese Aufnahme hier, wie ich jetzt bin, geht gerade zu 11 Minuten, aber das davor weiß ich nicht. Ja, es ging auch bis 5 Minuten. Also dann können wir das auf jeden Fall noch anfangen. Aber mach mal kurz Stopp. Wieso? Ich muss was mit dir beleden. Alter, okay. Also Nico hat jetzt mir hier die Leviten gelesen. Er will jetzt Partende machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja, ich musste kurz fragen, wie er das sich das vorgestellt hat. Ach was, der hat mich voll zusammengeschissen. So, boah, mach da jetzt tauch runter. Was? Was ist los? Ich bin ins Wasser reingehüpft. Ich bin jetzt in der Unterwasserschule. Bei mir steht da dran. Du erhältst deinen neuen Ach, Alter, ich habe einen neuen Gegenstand erhalten. Bist du jetzt auch in der Unterwasserschule? Nö, ich muss den erst anziehen. Ich habe ihn angezogen und jetzt kann ich in die Unterwasserschule. Alter, wie geil! Ja, jetzt bin ich da, glaub drin. Ich schwimm da gerade rein. Ich auch. Boah, diese Animation. HD! High Definition. Die Fische können schwimmen, ohne ihre Flossen zu bewegen. Ja. Oh mein Gott, ein Vampir! Und ein Basketball. Und ein Basketball, der sich extrem komisch bewegt, wenn man drüber fährt. Ja, stimmt. Hey, da ist Pugel. Boah, Pugel. Oh, ich. Da links im Eck. Ah, lol. Ja, aber da, also, wir haben nicht dieses Panfu gespielt, wir waren eher so ein. die Schnecke ist ein Rennen. Ja, egal, wir beenden jetzt den. Okay, den Part. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.